Es ist wieder Festspielzeit in Senftenberg. Gespielt wird diesmal im Ortsteil Großkoschen, inspiriert vom 50-jährigen Jubiläum des Senftenberger Sees. Treten Sie näher. Wie wundervoll, dass Sie den Mut aufbringen, sich in Ihrer Neugier durch die Wirrungen des Alltags nicht beschränken lassen. Glätten Sie Ihre Sorgenfalten und legen Sie die Alarmbereitschaft für 3 Augenblicke ab. Gemeinsam mit seinem Publikum will das Theater einen Teil der Geschichte der Region erkunden und einen Ausblick in die Zukunft wagen. Ein bisschen knüpfen wir an. Das Thema Heimat lassen wir so schnell noch nicht los. Diesmal beleuchten wir das Woher und das Wohin. Also was ist die Geschichte der Menschen in dieser Region? Was ist unsere Gegenwart und wo geht es vielleicht hin? Und das ist sehr spannend zu beobachten, was wir bei unseren Recherchen rausgefunden haben. Wenn du aus Kassel zurückkommst, wird klar sein, dass du weggehst. Angekommen in Großkoschen teilen sich die Gäste in 2 Gruppen auf. Eine Gruppe erlebt im Festsaal des gerade sanierten Dorfkrugs ein biografisches Recherchestück, blickt zurück nach vorn. Die Uraufführung erzählt von 5 Menschen aus der DDR und den Spuren, die das verschwundene Land in ihnen hinterlassen hat. Die zweite Gruppe begibt sich ins Amphitheater zur Aufführung Die Kinder, ein psychologisches Kammerspiel der englischen Autorin Lucy Kirkwood. Kinder widmet sich der Frage nach der Verantwortung für andere Generationen und dem Einsehen und Eingestehen von Fehlern aus der Vergangenheit. Ja, wir haben ja irgendwie so ein bisschen diesen Slogan zeitgenössisches Theater an außergewöhnlichen Orten. Und diesmal entdecken wir Orte wieder, wie zum Beispiel den Dorfkrug, den man jetzt mit uns wieder sozusagen erleben kann. Wir spielen in der Seesporthalle, ein Ort, an dem normalerweise ganz sicher kein Theater stattfindet. Und die ganze riesige Halle wird bespielt. Und wir spielen in unserem Amphitheater, aber wir spielen ganz anders, weil wir drehen es rum. Also nicht das Theater, aber die Spielrichtung. Das heißt, die Zuschauer sitzen auf der Bühne und schauen Richtung See. Das heißt, auch diesen Ort erleben wir sehr außergewöhnlich. Nach der ersten Vorstellung tauschen die Gruppen ihre Plätze und erleben die jeweils andere Inszenierung. Den Abend beschließt die interaktive Entdeckungstour 2073, 100 Jahre See, in der Seesporthalle, die versucht, einen Blick in die Zukunft der Region am Senftenberger See zu werfen. Woher wohin? Das Festspiel der neuen Bühne bietet also wieder jede Menge Theater, und zwar an insgesamt 8 Abenden. Das Wasser ist unser Ursprung und nun schenkt es uns einen zweiten Anlauf und lässt uns die Endabrechnung unserer Evolution erneut vertagen. Wer das nicht verpassen möchte, sollte sich jetzt sputen. Ja, also wir freuen uns über gute Verkaufszahlen. Wir spielen 8-mal insgesamt, machen wir diesen Wahnsinn. Und 4 Vorstellungen sind bereits ausverkauft, was sehr, sehr schön ist. Aber für 4 Vorstellungen gibt es noch Tickets. Arbeit.